Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2. Wir probieren heute mal was, auch wenn ich genau weiß, dass das wieder schief gehen wird. Ja, aber wir probieren heute den Diamond, zwar mit Skills und allem drum und dran und Assets, aber dafür mit 5 Detection Risk. Petri, hi! Ihr kennt ja das ja, die liebe Frau Petri. Unsere allerlösende Führerin. Gut, immerhin kommen wir hier easy raus. Und sogar auch relativ schnell easy rein. Okay. Na, da ist eine Grad, da müssen wir aufpassen. Ich habe es hier schon mehrmals mit dem 75 Detection Risk, ich sag mal, weit gebracht. In dem Sinne jetzt halt, ich hatte schon mehrmals, ich sag mal, mein bester Versuch war, dass ich es geschafft hatte, bis auf zwei Artefakte plus Diamant alles zu, nee, sogar bis auf ein Artefakt und den Dia alles zu safen. Aber ich hatte das Problem, dass ich gespottet wurde im hinteren Bereich, wo die drei Guards sind. Und da hatte ich einfach keine Chance in diesem Moment. Weil bei 2 Sekunden übrig wurde ich dann halt direkt gespottet. Gut, das Wichtigste, was wir jetzt erstmal machen, ist, oh, hier reingehen. Weil da ist eine Guard. Du kleines Fickgesicht, du. Tut mir leid, ich darf nicht so viel fluchen. Gut, aber wir müssen uns jetzt mal darauf fokussen, erstmal zumindest die wichtigen Sachen anzubringen. Hui. Das war knapp. Och nö. Da, noch eine Gas. Ihr habt es ja gesehen, das Fragezeichen steht nicht dafür, dass dort gerade eben ein Zivi runtergelaufen ist, denn Zivis können das ja nicht sehen. Oder aber für Kevin, der sich gefragt hat, was da gerade passiert. Das ist tatsächlich Jeremy Pascal Guard 26, Kavalier lebend. Habe ich jetzt so ein schönes Bild bei uns. Ich bin in einer, ich habe jetzt tatsächlich WhatsApp, ich bin echt stolz auf mich. Und da habe ich in dieser WhatsApp-Gruppe, die heißt Sinnlose Bilder, kam ein Bild vom, ich glaube dem, oh, scheiße. Kam ein Bild vom lieben Markus. Und da gab es den Spruch, ich habe noch nie so viel Lauch gesehen. A, von wem stammt dieser Ausspruch? A, Bertha 47, Hausfrau, kocht gerade. B, Tim 27, in der Informatikvorlesung. Oder aber C, Jan Ziu Jan. Irgendwie sowas. Oder Jan Ziu Ziat. Irgendwie sowas. 17, ruft gerade die Feuerwehr. Versteht er, weil ich halt beim Wollen. Gut. Ja. Das ist das Schöne, man kann so irgendwie an den Zivis vorbeijumpen. Nur sind das halt dann auch diejenigen, die, wenn man ihn einmal gesehen hat, der dann auch so richtig hart auf die Fresse geben von der Spot Range her. Daher heißt es für uns aufpassen. Ich könnte ihn zwar hier reinholen, aber er würde es sehen. Das reicht schon. Da muss ich jetzt hier noch meine weiteren Tripmines anbringen. Einmal eine Tripmine hier. Und hier ist frei. Ah, fuck, ich habe vergessen. Ich muss immer noch die Cams disablen. Das ist immer das Schlimmste. Erstmal machen wir hier die 2 Stromteile. Dann können wir nämlich zumindest schon mal hier rein. Und dann sind wir dort zumindest schon mal safe. Machen wir das letzte. Oh oh. Da hatten wir gerade mehr Glück als Verstand tatsächlich. Shit. Sorry. Scheibenkleister. Ich habe heute meinen Englischvortrag gehalten. Wie war's denn? Ich habe für meine Verhältnisse ziemlich reingeschissen. Trotzdem bin ich noch mit, man kann beinahe sagen, soliden 12 Punkten rausgegangen. Aber wie kann ich das jetzt zu euch in Relation setzen? Also. Ja, ja. Ich wusste, dass das passiert. Ich lasse es besser. Es gab einmal 8 Punkte. Das war das Allerschlechteste.
Dann gab es einmal 9 Punkte. Ich habe noch den 9-Punkte-Vortrag übrigens gehalten, falls jemand interessiert. Dann gab es noch einmal 10 Punkte, dann gab es einmal 11 Punkte. Und dann kamst du mit 12 Punkten. Dann gab es einmal 13 Punkte. Und in Anführungszeichen ist bitte relativ oft 14 und 15. Bitte, okay, wenigstens haben wir die Sack hier. Sonst hätten wir, glaube ich, sogar ein Problem. So. Camps out. Jetzt heißt es fokussen. Die Schwierigkeit wird eher noch einen Zivi zu kriegen. Ah, Gott im Himmel. Wenn ich wieder sehe, wie viele Artefakte drin sind, da tobt in meinem Herzen die helle Freude. So. Ich mache erstmal hier safe, weil das hier wird meine Rückzugszone werden. Ach ja, stimmt, warte mal. Bevor wir sie hier liegen lassen, sie kommt auch mit. Hoffentlich kommt die überhaupt noch nach. Nee, die hat sich erstmal hingechillt, die gönnt sich. Nun denn. Weiter geht es, meine Liebe. Und wichtig ist, dass sie hinten lang läuft, sonst könnte die hier von vorbeilaufen, gar zufällig gespottet werden, wie ich es schon mal hatte. Bertha? Bist du so behindert oder tust du nur so? Du bist ja fast so dumm wie Tim. Ja, dann ist tatsächlich geschafft, ganz tief in mein Herz zu kommen. Der liebe Tim. Grüße gehen raus an dich, Alter. Du bist der dümmste Mensch, den ich kenne. Mit Abstand. Du toppst selbst Kevin von der Mittelschule. Ja, also ohne Witz, Leute, ja. Ich bin ein Let's Player und ich labere schon relativ viel Scheiße, aber... Also gegen ihn, da sehe ich aus... Also wenn man unsere... Das scheiße gelaufen. Von uns beiden Vergleich wäre das so, als ob ich ein Informatikstudent wäre und mit meinen Muskeln gegen Kollegen protzen würde. Nur damit ihr das mal vorstellen könnt. Ihr müsst euch vor... Ich gebe euch mal ein Beispiel für ihn. Er hat eine 4- im Englischleistungskurs und belegt denselbigen, der Vollidiot. Warum? Weil er den anderen Leistungskurs, welcher noch schlechter wäre, weil er einfach noch mehr reinscheißen würde. Weil er ein Vollidiot ist. Ach Tim, du bist besonders, besonders dämlich. Gut, Ziel ist jetzt aber erstmal hier, nachdem ich jetzt wieder mal ein bisschen rumgeraged habe, dieses die Artefakte, die hier sind, in Sicherheit zu bringen, was erfreulicherweise relativ viele sind, denn... Ach du Scheiße. Oh, fuck, das war knapp. Denn... Kann ich jetzt auch mal wieder sagen. Denn es ist folgendes. Ja, das ist diese Kontrollgrad, die da jetzt reingeht. Ich packe jetzt hier mal alles... Ich packe mal noch ein bisschen alles weiter hinter. Ihr müsst euch vorstellen, er ist halt wirklich zu dumm für alles. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich stehe ungünstig. Ich stehe extrem ungünstig. Den sollte ich eigentlich rausnehmen, aber... Ich möchte mir eigentlich eher noch 2 Notfallpager aufbewahren. Weil das finde ich persönlich wichtiger. Gut, da kann ich jetzt nicht hingehen. Da werde ich jetzt auch erstmal nicht hingehen. Jetzt heißt es nämlich erst nochmal... Ich überlege gerade, wir haben noch nicht alle Sachen aus dem roten Raum, ne? Alter. Tja, Leute... Das ist der fette Nachteil, wenn wir mit 75 Texture Risks Dave. Ihr könnt noch so viele Assets haben, wie ihr wollt. Ein minimster, aber wirklich auch minimster Fehler und ihr seid einfach... Dann habt ihr ein Problem. Genau das wollte ich damit ausdrücken, weil, ne? Alarm im Darm und so.
Hier müssten noch zwei Artefakte sein, nämlich einmal das hier. Ich lasse es erstmal nur hier hin. Und das zweite hier hinten. Das hier. Mit etwas Glück. Das hört sich jetzt wieder so schäbig an. Aber mit etwas Glück, das ich allerdings nie habe, dürften wir kein einziges Artefakt im hinteren Bereich haben. Weil damit könnten wir uns dann wirklich komplett darauf konzentrieren, nur den Diamant von da zu bekommen, was auch schon schwer genug ist. Das könnt ihr mir glauben. Erstmal bei diesen drei Guards überhaupt bis ganz nach hinten zu kommen, ist schon eine Kunst für sich. Also drei Artefakte übrig. Da hinten ist Patrick. Patrick die Guard. Alpha Patrick. Per Definition übrigens. Ich muss meine Tripmine da hinsetzen eigentlich. Bei 75 Detections kriege ich sonst zu hart auf die Fresse. Gut, dann kommt nämlich die Tripmine hier hin. Zwei Arte hier, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist für mich so ein bisschen der Risikoraum. Erstmal alles hier reinbringen. Wenn ich mich richtig erinnere, war ein Arte unten. Und das müsste es dann halt auch gewesen sein. Ich gehe noch ein letztes Mal hier rein und gucke. Nichts, nichts, nichts. Jo. Sind wir hier clean. Gut, dann bringen wir jetzt mal die ganzen Sachen in Sicherheit. Habe ich da gerade einen Jeremy gesehen? Dann habe ich mich wohl getäuscht. Jeremy? Wo sind denn alle Jeremys und Kevins und Pascal und wie sie alle heißen? Laut Spiel haben die ja immer nur irgendwelche Nummern so F4D. Ich habe schon so oft gerade F4D getötet. Aber es ist einfach so, wenn man halt... Man ist halt nicht der einzige Kernbehinderte. Man hat halt seine Million von kernbehinderten Zwillingen. Die wird man halt immer wieder umbringen. Gut. Im Prinzip ist das, wird das größte Problem, beziehungsweise die größte Schwierigkeit eher sein, jetzt noch an einen zweiten Zivi zu kommen. Weil das wird halt schon ziemlich auf Luck basieren. Ich werde mich wahrscheinlich dann jetzt erstmal nach unten, nachdem ich hier die ganzen Sachen weggebracht habe, nach unten begeben und dann dort schauen, ob ich dort einen kriege. Ja, das sollte ich nicht machen. Der kann nämlich sonst detekten. Der ist schon relativ nah dran für 75 Detection Risk natürlich. Für alles andere wäre natürlich witzlos, aber... My friends, das hier ist 75... Oh, zwei Zivis. Zwei, aber das ist einer zu viel. Ich möchte jetzt auch nicht ein unnötiges Risiko eingehen, wenn ich hier jemanden hole. Aber er geht gerade richtig gut, also ich glaube, ihn holen wir uns jetzt auch. Shit. Risiko. Gut, ihn jetzt erstmal hier in Sicherheit bringen. Oh, oh. Da kommt Pascal. Aber das ist kein Problem, da wir ihn in Sicherheit gebracht haben. Gut, das haben wir. Bleibt er stehen. Ist auch egal. Da können wir jetzt sowieso nicht hin. Ich werde jetzt auch keinen weiteren erstmal killen, weil... abgesehen von dem Kamera-Guy... Also wer diesen Run hier macht, mit 75 Detection Risk, ohne eine Kamera runterzuholen... Sorry, aber ich bin schon ein großer Zocker. Aber selbst ich muss da sagen, get Freizeit, ohne Scheiß. Soll ich ihn auch noch holen? Es wäre halt ein Zivi weniger, über den ich mich halt ärgern müsste, aber nein. Ihr habt ja gesehen, dass da hinten eine Guard war. Ich will jetzt hier kein Risiko eingehen. Hui, Artefakt. Gut, das oberste Ziel wird dann jetzt eigentlich nur noch sein, die Diamantzone. Sobald wir das haben, sind wir eigentlich so gut wie durch, Leute. Okay, da ist er.
Ihmchen weichen wir mal ganz geschmeidig aus. Gehen direkt hier rein. Und haben dann zumindest das Artefakt hier unten. Ich denke, bevor ich das mache, gehe ich erstmal hier rein und sichere mir die Scheiße. Ah, fuck. Halleluja. Da ich jetzt schon hier reingekommen bin, ist schon mehr, als ich erwartet habe. Alter, Leute, ohne Scheiß. Hier hinten ist, wie gesagt, der allerschwierigste Part und... Fuck, 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 er kommt noch um. Okay, tut er nicht, tut er nicht, tut er nicht. Also, sobald ich es geschafft habe, den Diamant zu holen, ich glaube, dann dürfte ich es auch generell geschafft haben, aber... Dazu muss er sich halt mal bewegen. Oh, scheiße. Verdammt, die Guard kommt, die Guard kommt, die Guard kommt. Junge, beweg dich doch mal! Der kann sich echt nicht beschissener platzieren, ohne Witz. Prinzip ist es eigentlich nur das geduldige Warten darauf, dass zumindest er noch da hinten weggeht. Weil sonst komme ich hier nicht weiter. Er muss doch in eine andere Richtung gucken. Halleluja, Leute, Halleluja. Es ist Hammer, Hammer, Hammer. Ich frage mich auch jetzt gerade, wie ich überhaupt das Schloss aufkriegen soll. Ich habe keine Ahnung, Leute. Und, ach so, das Gemälde. Da war ja noch was. Da war ja noch was. Verdammt. Ich habe das Gemälde vollkommen übersehen. Oh, scheiße. Ich glaube, wenn jetzt hier gleich mal eine Guard hierher kommt, hole ich mir auch mal dann einen Pager mehr. Sodass ich vielleicht bei zwei Guards lande, weil zwei Guards könnte ich managen. Also zumindest habe ich Hoffnung, dass ich es schaffe. Aber zum Beispiel, wie ich das Schloss knacken soll oder wie ich hier an das Gemälde kommen soll. Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, sie gehen jetzt beide hier hin. Das heißt... Oh oh. Nicht gut. Immerhin. Oh Gott, geh da rein, 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 geh da rein. Ich muss jetzt hier so schnell wie möglich rein. Tja, an das Gemälde muss ich halt auch noch rankommen, ne? Ach, verdammt. Verdammt. Also ich werde auch hier wieder nichts machen. Wir sehen uns gleich wieder, sobald ich das richtige Puzzle habe.
Ja, das ging schnell, Leute, ohne Witz. Das Ziel lautet jetzt eigentlich eher, dafür zu sorgen, dass ich den Diamant und das Artefakt rausbringe. Aber ich habe Angst. Und ich denke, die Angst ist berechtigt. Eigentlich habe ich die größte Angst davor, dass ich nicht an das Gemälde rankomme und das dann halt jetzt gleich verkacke. Ja, kann man so stehen lassen, denke ich. Naja. Wir wissen ja, ich sag mal, wo die Reise hingehen soll. Nämlich direkt hier hin. Tja, an dem komme ich nicht vorbei. Scheiße. Selbst wenn Captain Kevin noch so dümmlich in der Weltgeschichte rumguckt, ist das Risiko zu groß. Fuck. Also wenn er jetzt runtergeht, kann ich es probieren. Bitte geh runter, bitte. Och nö. Auch wenn das Commentary hier echt nicht das Beste ist, es tut mir echt leid, Leute. Ich wünschte, ich könnte euch besseren Content zum Commentary liefern. Aber ich muss mich gerade so hyper konzentrieren einfach nur. Das glaubt ihr mir jetzt nicht, aber... Ah, das ist so krass. Weil die Sache ist halt der schmalste Fehler und ihr seid halt wirklich gefickt. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Don't move. Stay still. Okay. Oh, ich wusste es. Ohne Scheiß, Leute, das wusste ich, dass das passiert. Ich wusste es halt einfach. Wee! Nee, 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 Spiel, du trollst mich nicht, du trollst mich nicht. Uff. Gut, aber wir dürften das hinkriegen, wir dürften das hinkriegen. Es ist... Sagen wir es so, der wirklich, wirklich schwere Teil, den haben wir geschafft, als wir den Diamant plus das eine Artefakt aus dem Raum geholt haben. Jetzt ist einfach nur noch verflixt aufpassen. Dass ich nicht irgendwie dümmlich, wie ich bin, wie Kevin in der Guard reinrenne. Und dann müsste eigentlich alles passen. Gut. Er wird jetzt erstmal in den Türrahmen stellen. Von daher bleiben wir hier erstmal kurz stehen. Ach, doch nicht. Cool. Im Prinzip braucht man auch nur 4 Trip Mines, wenn man da drin diese eine Guard wegholt. Ich fange jetzt erstmal schon mal an, die Sachen hierher zu bringen. Weil dann habe ich das zumindest auch schon mal erledigt. Und ein paar Taschen sind es ja, die wir hier wegbringen müssen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass wir so viel in Anführungszeichen haben, sucht euch selber aus. Uff. Fast verfehlt. So viel zu Michael Jordan. So viel zu Michael Jordan hier. Ja, aber mal ehrlich zu sein, mit einem Artefakt hier... Also zumindest mit dem Gemälde zu treffen, ist schon relativ schwierig, finde ich. Okay. Da kommt schon wieder einer. Wir warten jetzt auch lieber wieder, bis er da ist. Wie gesagt, wir haben all loot, weil es gibt hier ja keine Money Bundles oder Money Bags und all den Scheiß. Das Einzige, was es hier gibt, sind die fetten Artefakte und das ist gut. Weil auf der einen Seite, na klar, man hat den Druck, dass man hier den ganzen Scheiß zwar rausbringen muss, zumindest bei All Out Possible. Aber wenn man es so macht wie ich und dann wirklich, ich sag mal, sich schon darauf konzentriert, keinen Scheiß zu bauen,
Dann geht das eigentlich schon ganz klar. Gut. Wie ihr seht, haben wir jetzt noch genau zwei Sachen, die wir machen müssen. Einmal das hier. Und halt den Diamant. Ich werde jedes Mal ein bisschen panisch, wenn ich hier eine Guard in die Nähe laufen sehe. Kann ich ihn eigentlich da drunter werfen? Schade. Aber ich weiß, dass die Guard hier noch steht. Alles andere macht keinen Sinn. Oder? Da hinten ist... Da hinten ist nur noch einer? Okay. Hier steht auch keiner mehr. Dann ist es jetzt nur noch der eine Diamant. Und den hauen wir jetzt auch gleich hier rein. Gut. Wir haben jetzt alles. Jetzt heißt es entkommen. Und zwar nur noch entkommen. Ja? Auch das bedarf noch an einiger Kunst. Scheiße, da ist eine Guard. Also... Oh, knapp, 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 Leute. Also wie gesagt, Ziel sollte jetzt sein, zwar smooth zu entkommen, aber wenn ich jetzt noch ein paar mehr Leute erschießen muss, dann ist das halt so. Wie gesagt, Ziel ist es jetzt einfach nur, den Scheiß zu schaffen. Och, Alter, du willst mich jetzt echt ficken, oder? Du willst mich halt ficken. Tut mir leid, ich werde wieder zu vulgär. Oh mein Gott, Leute. Das... Wie soll ich das erzählen? Ich hatte jetzt mehrere, ich sag mal, Sessions. Und das war gerade verdammt risky. Tja, und in meiner einen Session habe ich es halt 8-mal probiert. Da war ich auch einmal relativ weit, hatte einmal nur noch 3 Artefakte, jetzt nur noch 1. Und jetzt ist das in der dritten Session, kann man eigentlich sagen, der erste Versuch. Und ich habe es geschafft. Cool. Da haben wir es geschafft, Leute. The Diamond mit jedem Back mit 75 Detection Risk. Ja, ich hoffe, euch hat dieses etwas schlechte Commentary gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.